So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2 auf dem Kanal Gamers Club, der Club für Gamer. Mein Name ist Janik, ich begrüße euch ganz herzlich zurück. Ja, für mich ist es schon eine längere Zeit her, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich muss nur jetzt mal ein bisschen schauen, weil ich das Mikrofon jetzt auch neu aufgestellt habe. Es könnte sein, dass ihr mich ab und zu mal ein bisschen schlechter hört. Ich weiß jetzt nicht, wie es so ausschaut. Kann ich von hier aus schlecht nachvollziehen. Ist ein bisschen ungünstig, aber ja, wir werden sehen, wie es läuft. So, kann ich noch ein bisschen die Neigung verstellen. Vielleicht versteht ihr mich dann besser. Wir wollten nach Italien fahren das letzte Mal. Da habe ich mich extra noch informiert. Ja, schauen wir mal im Auftragsangebot auf dem Frachtmarkt, ob wir irgendwas haben. Von hier aus wollten wir einfach mal nach Italia. Bella Italia. Verona. Ich habe Verona gesehen. Das ist doch mal das, was wir haben wollen. Verona. So. Ja, lang ist's her. Wir sind gleich sogar auf dem richtigen Hof. Jetzt müssen wir bloß mal schauen. Wir müssen natürlich dahinter fahren. Der Horst. So, dann schauen wir mal, dass wir hier unsere Klebebandrollen nach Verona bringen. Ja, das hätte ich jetzt. Ich will den Auftrag annehmen. So, der Auflieger steht bereit. Ist wahrscheinlich genau der, den ich. Ja, der ist genau der hintere. Oh, direkt rückwärts rein. Ach, das ist ja. Ach nee. Die Herausforderungen des Truckers sind sehr vielseitig. Heute darf er den Scheiß Anhänger da wieder rausfremen. Wie viel Platz haben wir denn nach vorne? Ausreichend, hoffe ich. Ausreichend, das werden wir ja gleich sehen. Ja. Ja, ist doch ganz gut gelaufen. Mehr Panik als notwendig, aber so gehört sich das. Schauen wir doch mal. Ja, ich hätte gern wieder die normale Ansicht. Okay. So. Wir müssten nach rechts abbiegen. Halt, stopp. Jetzt müssen wir ein bisschen ausholen, denn wir wollen ja nicht gleich alles mitreißen. So. Ja, das ist noch ein bisschen Koordinationsgeschichten hier. Hoffen wir mal, dass wir das so mit der Zeit in den Griff kriegen. Wir sind ja noch recht vorsichtig unterwegs. So. Wenn der zufährt, dann fahren wir auch. Okay. Ja, wenn er zufährt. Jo, was ist denn los da vorne hier? Chillt da sein Leben? Die machen hier Stau. Meine Chance. Fast verpasst. Aber noch nicht. Ein netter Mensch. So. Jetzt vibriert hier das Lenkrad so vor sich hin. Ach shit. Ja, man könnte auch in den nächsten Gang schalten, ne? Hat er schon recht. So. Aber anscheinend scheint es heute ein bisschen der Fracht zusammenzuliegen. So. Ja. So schaut's aus heute. Hoffen wir doch mal.
Uah. Kollege, ich glaube, ich habe Vorfahrt. Warum? Weil ich dir das rechts vor links geklaut habe. Es war ein bisschen unfreundlich, aber ja, es ist halt, sagen wir mal, so ungünstig gelaufen. So. Los geht's. Auf die Reise nach Verona. In das schöne Italien. Bella Italia. In Verona war ich sogar schon mal. Ja, war ganz nett. Kann man sich durchaus mal anschauen. Was ich noch sehen möchte, ist auf jeden Fall die Toskana. Im speziellen Florenz. Aus aktuellem Anlass, auch weil ich am Assassin's Creed 2 spielen bin. Das Spiel ist zum Durchzocken echt gut geeignet. Ich muss sagen, dass ich gerade ganz viele M's sage und mir das sehr unangenehm auffällt. Und Assassin's Creed 2 ist immer noch das geilste Assassin's Creed. Ich bin da jetzt erst wieder drauf gekommen durch das Syndicate, das ja jetzt neu erscheinen soll. Und irgendwie habe ich Bock, mir das zu holen. Ich bin im November wieder das ganze Geld los. Ja, Syndicate Anno 2205 Special. Wow. Da ist was gegeben. Boah. Gut, das Bier natürlich so früh bremsen, dass es keinen Sinn mehr macht. Oh. Ich muss ja nach links weg. Das sieht jetzt keiner, oder? Das sieht jetzt keiner. Hat keiner gesehen, ich hab mich nicht geirrt oder so. Nö, nö. Hat alles gepasst? Nein, nein. Ich fahre schon wie in die. Weißt du, ich bereite mich auf die italienische Mentalität vor. Einfach fahren, als wüsste man nicht, wohin man muss. Im letzten Moment sich umentscheiden. Das kenne ich schon. Das ist okay. Bin Tourist. Ich darf das. So, ich darf vor allem hier 1,80 fahren. So. Warum fahre ich eigentlich auf der rechten Spur? Ah, ich greife immer für die Maus so weit weg. Dabei ist die Maus mittendrin. So. Das wäre so einfach. So, wir fahren nach Verona durch und danach machen wir wieder Rast. Denn wir scheinen wieder ein wenig müde zu werden. Tanken müssen wir zum Glück noch nicht. Das können wir uns noch ein bisschen sparen. So. Aber wir haben hier Maut zu bezahlen. Boah, der Anhänger, der schiebt ganz schön nach, muss ich sagen. Fällt schon auf. So. Genau. Dann zahlen wir die Maut von 61 Euro. Das ist ja Wucher! Was soll das? 61 Euro. Ich verstehe vor allem nicht, warum wir die Maut dort bezahlen. Normalerweise würde ich ja davon ausgehen, dass LKW-Fahrer so eine Vignette oder so holen vorab. Also würde ich jetzt machen. Weil das sind ja Umkosten, die sind ja berechenbar. Bevor man die Route, wenn man die Route plant, kann man ja schon denken, okay, da muss ich jetzt bezahlen. Oder geht das nicht so im Voraus, sind so solche Spontanlieferungen, da ist das einfach nicht möglich. Soll ja alles geben. So. Ja, ich fahre heute ein bisschen betrunken. Aber wisst ihr, ich sehe irgendwie ganz komisch. Weil ich habe hier diesen Popschutzfilter. Der hängt mir so ein bisschen im Bild. Jetzt da. Jetzt geht's doch schon wesentlich besser. Und ich fahre ein bisschen schnell. Wow. Wow, wow, wow. Okay, 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 okay. Okay. Alles klar. Kram jetzt mit dem Popschutzfilter weg. Los. Dann kommen die nächsten Probleme. Ist ja sehr angenehm, muss ich sagen. So, dann kommt jetzt das wichtigste Schild, das wir gerade übersehen haben. Und ja, in Italien sind die ganzen Schilder wieder grün. Auch nicht schlecht. Grün hat ja auch so seine Vorzüge. Und das Wetter wird automatisch schon mal schöner. Das ist alles heller und... Ja, hast du nicht gesehen. Also, da kommt schon was. Also, man merkt, dass man die Region wechselt. Genau, und dann kommen hier diese durchrosteten
Leitplanken, das ist so typisch. Das ist so typisch. Aber man kann hier wenigstens mit Mastercard zahlen. Oder mit Maestro oder was das ist. Kann ich sogar mit PayPal zahlen. So, wir haben hier aber schon gezahlt, deswegen müssen wir jetzt nicht nochmal was zahlen. Will ich auch schwer hoffen. War ja teuer genug. So. Irgendwie erschüttert mich das gerade. So, das Schönste ist, wenn du über Österreich oder so nach Italien reinfährst und dann kommst du raus in die Landschaft. Dann kommst du erstmal, da kommst du in diese Berge und alles sieht schön aus. Also das ist wirklich, für alle, die schon mal nach Italien gefahren sind, die kennen das bestimmt. Aber für die, die es noch nicht sind, also das ist echt, finde ich, ein sehr schöner Moment. Wenn du nach Italien reinfährst und dann fährst du und überall diese schönen Berge und alles schön hell. Schön, dass der Bus jetzt plötzlich schneller fährt. Freut mich ja. Machen wir jetzt Wettrennen oder was? Kollege, was soll denn das hier? Dann später wieder langsamer fahren, gell? Ja, ja, ich kenn dich schon. Ich kenn das schon. Das Spielchen. So. Ja, und viel ist ja da in den Bergen, ist ja mit Hochstraßen. Das stimmt schon. Aber Italien ist ja dann nicht mehr so viel Berg. Das geht dann alles. So. Kaum sind wir im Tunnel, dürfen wir schon wieder einen Maßstab ansetzen. Hier, wir geben den Stoff. Wir haben Geschwindigkeit. Der mit seiner Skoda auf dem LKW, der ist uns ein bisschen zu langsam, der Kollege. Ja, und schon kommt meine schöne Landschaften. Wenn mich die persönlich jetzt nicht an Italien, sondern andere Alpenregionen erinnert, aber okay, ja, ist jetzt halt so. Gut, gut, muss so. So, so, so. Ja, Verona, Italien, Assassin's Creed. Das sind drei Dinge, die ich irgendwie miteinander zusammenbringen kann. Ich muss schon sagen, also das Syndicate, da habe ich jetzt mal bei Saraza gespickt, so die erste Folge, man muss sich ja mal anschauen, was das so ist. Und sah echt, also muss ich sagen, Industriezeitalter ist sowieso immer sowas, wofür ich so ein Fable habe. Da habe ich auch Fable 3 immer, da habe ich auch Fable 3 gespielt, sehr gerne sogar. So. Wir haben hier 70. Wow, wow, wow. Kollege, Kollege, Kollege. Da kriege ich gleich Panik. Das ist schon langsam, der Mini. Sportlichkeit steht an erster Stelle. Dachte ich. Aber okay. Aber so nach Italien müssen wir auch mal wieder reisen. Das ist schön dort. So ein Spontanurlaub, das wär's. Spontanurlaub nach Italien. Hätte was. So. Wobei ich dann diesmal wirklich nach Florenz schauen würde. Wenn man ja nach Italien fährt, dann dauert das schon so seine Zeit. Das hat halt wirklich so den Charakter. Es ist dann, ja, doch mal, man ist da schon mal ein
guten Tag unterwegs. Je nachdem, von wo man auch fährt, ist natürlich die Frage. Aber für das, was man dann bekommt, rentiert es sich auf jeden Fall. Das finde ich schon. Ich finde auch im Spiel sieht man auch so ein bisschen Italien etwas grüner. Also es ist so anderes Grün. Nicht dieses dunkelgrün, sondern wirklich dieses helle Grün. Und das ist halt auch wirklich so. Also es scheint alles ein bisschen strahlender und heller zu sein, wenn du dorthin kommst, finde ich. Und na, Verona müssen wir sogar die erste nicht raus. Das ist okay. Man kann nicht leben. Dann halt die zweite. So. Wir fahren nach Milando. Milano. Ohne D. Ja, okay. Sprechen muss geübt sein, ne? So. Und es wird langsam Abend. Die Fahrt nach Italien ist sogar relativ gut machbar. Also muss ich sagen, bin ich begeistert. Ja. Ist vom zeitlichen her ganz abgepasst auf meine Folgenlänge von 15 bis 20 Minuten. Das finde ich super. Und ja. Das passt super. Das passt super. So. Gut, wir haben hier Vorfahrt. Und dann preschen wir vor. Und schauen wir mal, was uns erwartet. Da vorne scheint ein Bahnübergang oder sowas zu sein. Interessant. Interessant. Irgendwas Interessantes auf jeden Fall. Jetzt hier mal ein bisschen zivilisierter. Ach so, nee, stimmt. Italien und Privatstraßen. Da muss man natürlich mal. Ja, genau. Ja, was fast vergessen. Italien, dieser Abzocker, ja. Maut. Na, man soll nicht lachen, sowas könnte uns auch bevorstehen. Ja, ich hoffe ja mal nicht. Ich finde das irgendwie, das Thema Maut irgendwie ziemlich verhunzt. Gerade bei uns. Und irgendwie glaube ich auch nicht so recht daran, dass da durch die Autobahn besser instand gesetzt werden. Da habe ich so meine ernsthaften Zweifel. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, jetzt da. So. Wir haben es nach Verona geschafft. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, auch links halten. Das wäre zumindest auch nicht so schlecht. Einen Volvo-Händler entdeckt. So. Zu Volvo wollen wir jetzt aber gar nicht. Okay, ja. Wir haben uns einem gewissen Fahrstil angepasst, der mir jetzt persönlich gerade nicht so taugt. Aber okay. Ein Volvo. Da denke ich immer an die Werbung, wo sie sagen, wenn wir später ein SUV bauen. Wuhu! Ein bisschen Elan, meine lieben Freunde. Ja.
Habe ich verheddert. So, dann parken wir hier schnell ein. Parken des Aufliegers überspringen wir doch nicht. Was sind wir denn? Okay, vielleicht doch. Vielleicht. Das werden wir noch sehen. Noch ein bisschen. Ach, das wird doch so nix. Ich hab da eine bessere Idee. Ich bin jetzt zu faul. Das ist mir jetzt zu blöd. Okay, wir haben es geschafft. Wir lassen uns die Ergebnisse zeigen. Haben doch ein bisschen was geschafft. Und nächste Folge schauen wir dann weiter, was uns so erwartet. Bis dahin sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.